Willkommen zu einer neuen Runde Timolia 101s. Ich muss sagen, in letzter Zeit kommt das echt verdammt oft und ich bin lost as fuck. Das fängt ja schon mal gut an. Warum habe ich kein Leben verloren, wenn ich mich in Lava setze? Das wäre jetzt eine Frage, die man sich stellen kann, die man sich aber auch nicht stellen muss. Und der Typ ist eine Missgeburt. Ja, richtig. Wobei ich merke irgendwie echt oft, dass ich Probleme habe, dass zeitlich 101s, also beziehungsweise selbst 101s kosten mich halt wirklich viel Zeit. Und Daily-Videos, das zu managen, zum Beispiel auch vor ein paar Tagen, das Video, was Freitag kam, beziehungsweise also Freitag auf Samstag mitten in der Nacht irgendwann. Aber ich merke halt einfach, dass ich die Zeit durch Schule nicht habe. Ich war zum Beispiel unheimlich müde. Das Video Freitag, ich habe das bis in die Nacht geschnitten. Ich habe noch das Video, was Samstag kam, gerendert, weil ich damit noch nicht, weil ich das halt noch ändern musste. Und ich war, Och, Digga, piss dich doch, Alter. Meine Fresse. Das Video habe ich wirklich mitten in der Nacht editiert. Und 4 Stunden Schlaf. Ich war so tot. Aber ich habe es irgendwie noch fertig bekommen. Aber ich merke halt auch, dass... Ich merke halt wirklich einfach, wie ich so die Zeit um irgendwas richtig Geiles, irgendwas, was ich so sick fand, was ich in Daily-Videos da gemacht habe. Also Wingmans und so ein Stuff. Dafür habe ich halt einfach nicht mehr die Zeit. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch weitermachen werde. Ich will, eigentlich geht das jetzt wieder in die Richtung, wo ich mal vor 2 Jahren ungefähr, vor etwas mehr als 2 Jahren war, dass ich halt viele Videos, also Daily-Videos gemacht habe, wo ich dann aber qualitativ nicht wirklich zufrieden mit diesen Daily-Videos war. Deswegen, I don't know, ich weiß nicht, wie lange ich es weitermachen werde. Ich werde wahrscheinlich allerspätestens in der ersten Klausurphase nicht mal das Ende da haben. Oh, what the fuck, was drückt er mir? Ich werde wahrscheinlich spätestens in der ersten Klausurphase das Problem haben, dass ich nicht mal mit der Qualität, die ich unter Zeitdruck abliefern kann, unzufrieden sein werde, sondern einfach, dass der Typ hat an, danke dafür, dass ich keine Zeit habe. Also, dass ich halt nicht mal Zeit habe, um irgendwas, womit ich qualitativ nicht unbedingt zufrieden wäre, zu machen, sondern dass ich einfach keine Zeit habe, irgendwas zu machen. Also ich habe auch oft dieses, dass ich mir denke, wenn ich keine Daily Upload Streak hätte und wenn ich es euch nicht versprochen hätte, würde ich heute kein Video machen, so dieses, you know. Und by the way, schreibt mir mal bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt. Das würde mir echt helfen. Könnte ich halt einfacher Stuff machen. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir bitte mit einem Like und einem Kommentar. Teilt den Stuff, weil da steckt ziemlich viel Arbeit drin. Und ich habe gesagt, wenn ich dieses Jahr die 500 Abonnenten knacken kann, was ziemlich hoch angesetzt ist, I know, aber trotzdem, werde ich den USA-Vlog schneiden und ich versuche den USA-Vlog dann wirklich so krank zu schneiden, wie ich noch nie ein Video geschnitten habe. Also da könnt ihr auf jeden Fall dran denken und gerne den Stuff teilen, wenn ihr den USA-Vlog gerne sehen wollt. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt unbedingt mein Instagram ab, da poste ich inzwischen einigermaßen aktiv, also alle paar Tage mal ein paar Fotos. Ja, bis dahin. Ciao.